Tödlich endete der Überholversuch eines 20-jährigen Motorradfahrers aus dem Kreis Unna am Donnerstag, 6. November zwischen Battenfeld und Battenberg-Kröger. Bei dem Versuch, einen LKW zu überholen, übersah der Motorradfahrer den entgegenkommenden Audi einer 32-jährigen Frau aus Battenberg-Leder. Der Motorradfahrer wurde von dem Audi erfasst und überrollt und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Ein zufällig an der Unfallstelle anwesender Baukran hob den Audi an. Wir wurden zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Wir sind mit 6 Fahrzeugen ausgerückt, mit ca. 30 Personen. Und beim Eintreffen an die Unfallstelle lag der Motorradfahrer unter dem Auto. Und wir haben das Auto angehoben und konnten leider nur noch den Motorradfahrer tot bergen. Danach haben wir die Unfallstelle abgesichert und wenn jetzt und räumen halt dann die Unfallstelle auf. Das Motorrad wurde total zerstört. Ein an der Unfallstelle gefundener zweiter Helm veranlasste die Rettungskräfte, die Böschung an der Eder nach eventuellen Beifahrern abzusuchen. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Marburg wurden beide Fahrzeuge sichergestellt und ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs an die Unfallstelle beordert. Die Landstraße blieb bis nach 16 Uhr gesperrt. Olaf Dudek, Ederdampfradio.